Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Armut Wurfe hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist Herr Thompson. Hallo. Servus. Ja, wie ihr mitgekriegt habt, jetzt gab es irgendwie so circa anderthalb bis zwei Wochen keine Folgen. Ich bin wieder fit, ich bin wieder gesund und ich bin auch wieder an meinem Rechner, also Weihnachten gut überlebt. Und jetzt können wir wieder loslegen und ja, wir versuchen uns in der Storyline und versuchen diese jetzt hier durchzuspielen. Ich weiß nicht, wie oft man das machen muss und was man hier alles machen muss, aber auf jeden Fall. Wenn wir schon mal begrüßt. Dann lass mal den Funk reden. Aha. Unser Rufzeichen ist Alpha One. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss, aber es sieht schon mal schön aus. Es ist eine neue Karte. Es ist in der Nacht. Das ist ja, glaube ich, jetzt auch mit dem letzten Patch dazugekommen, ne? Diese Nachtfights. Allow me to introduce myself. My name is Magnus Holter. Sag, Herr Holter. To meet my soldiers. Holy moly, Alter, ich bin. Hat mich gerade eben auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht, wie er das gesagt hat. Muss ich ehrlich sagen, muss ich zugeben. Holy moly. Ey, was. Ich schiebe jetzt einen Schrott vor mir her, das will ich doch gar nicht. So, lass doch mal den Schrott da stehen. So, ich habe diese Mission noch nie gespielt. Ich weiß auch nicht, was unser primäres Ziel hier ist und warum ich jetzt. Ja, nicht nur du findest die verbackte Stelle, ich auch. Weil ich bin gerade hängen geblieben hier an irgendeinem Ding. Soll ich dich rausschieben oder geht schon? Nee, geht. Ich hab's wieder, hab mich selbst befreit durch Drehen der Wanne. Aber irgendwie, keine Ahnung, ist mein Fahrrad tot oder was? Ah, die Karte kommt mir doch bekannt vor. Die habe ich, glaube ich, schon mal gesehen in irgendeinem PvP-Gefecht. War ich hier schon mal. Ich glaube verloren, aber naja, gut, egal. Das, also ich kriege hier nicht schon ein Gefecht ab, weil ich mein Panzer einfach zu langsam ist. Und ich einfach nicht ins Gefecht komme. Lass mich doch mal in die Richtung lenken. Mann, ey. Also das ist ein unbeweglicher Haufen Schrott hier. Dieser britische. Ja, das ist auch nicht zerrissen. Ja. Ich habe noch nichts davon gesehen. Der wird weggerammt, okay. Keine Moon mehr. Ja, das kannst du ja nachholen, oder? Kritischer Modultreffer ist natürlich auch mal wichtig, oder? Oh, die Explosionen von den Gegnern, die sehen schon lustig aus, hast du recht. Be sensible. Surrender. Your death is no good to me. What? Wir sollen surrendern oder was hat er ihm gerade gesagt? Ja. Was hat er denn für ein Problem, Alter? Globs hackt oder was? Würde ich sagen. Was? Bald hat er ein Problem mit uns. Naja, würde ich auch sagen. Ich wüsste ja nicht, ob wir jetzt hier schon durch sind, wenn wir diesen Quatsch hier durchgekippt haben, weil ich da so wie es aussieht und die da in Position gehen nicht. Das sieht eher so aus, als wenn da jetzt gleich noch was kommt. Aus der Richtung. Die könnten das schon öfter gespielt haben. So. Ach, jetzt sollen wir das hier verteidigen. Vielleicht hätte ich da hinten bleiben sollen. Nee, guck mal, die kommen auch hinter uns raus. Ja, deswegen sage ich ja, dass ich nicht so gerne im Mittelpunkt stehe. Ja, warte, ich komme zu dir. Ich mach hier dein. Ich mach deine Panzerung. Was siehst du? Ja, mein Rad ist hin. Ich habe jetzt gerade 1000 Damage genommen. Ja, aber wenn der ganz hinten geblieben ist, guck mal, was da hinten für Knäuel entstehen. Hier hinter uns wieder. Sheridan. Ja. Oh, ich krieg die gar nicht so weit runter da hinten.
Weil er da oben mitten in dem Pulk drin steht. Ich will noch immer, dass wir aufgeben. Keine Ahnung, ja. Weiß nicht, was die haben einfach. Ziel eliminiert, hat meine nette Dame gesagt, die hier in meiner Crew sitzt. Da hinten ist noch einer oben, glaube ich. Ja, ja, ich guck da mal hoch. Ein Ramka ist hier. Oh, Schande. Er hat Reaktivpanzerung. Oh. Oh, bitteschön, auch tot. So. Jetzt kommt noch einer von hinten an, der macht immer das erste Mal Schaden hier. Das ist der erste Schaden, den ich genommen habe in der Runde. Gibt mir auch noch gleich einen zweiten hinterher, schön in die Seite. Pass auf, der hat hässliche Raketen, ne? Der ist. Ist immer wichtig, sich vor andere Leute ihren Kanonen zu stellen. Das ist sehr wichtig hier. Oh Gott. Okay, also die denken auch, das Schlachtfeld gehört nur denen. Ich hab schon am Anfang immer gemerkt, dass du immer schön ein weggerammt wirst von denen. Eine Drohne haben wir auch, wo man die hier kriegt. Und in meinen Punkt sind wir gekippt. Ach scheiße, voll in den Container, ich aus, nicht in den Panzer. Oha. Warten. Schnell kann der seine Rakete losschießen, das Reaper. Das geht relativ schnell, weil der kann zwei innerhalb kürzester Zeit losschicken. Die können auch beide gleichzeitig bei dir ankommen, dann kriegst du richtig, richtig einen auf die Nase. Das tut richtig weh. Gut, okay, aber das sieht ja erstmal ganz ruhig aus hier noch. Also ich habe jetzt hier irgendwie an dem Gefecht nicht wirklich teilgenommen. Also ich habe da wirklich an der Langsamkeit meines Panzers ganz schön zu kämpfen gehabt, weil so im Gefecht an Matan teilnehmen konnte ich nicht. War selten da. Und dann schieße ich noch einen Container und nicht in den Gegner rein. Das ist auch nicht schön, ne? Aber gut, was zu machen. No, was ist unser nächstes Target? Ganz mehr. Alpha One, get to the pickle point. Oh. And the way to the da ist er noch weit. Fine, that's up to you. I already have what I wanted. Dann haben wir hier nochmal richtig ein bisschen was zu bekämpfen. Alter, ist dieses Ding einfach so unbeweglich, Alter. Glaubt man nicht, wie unbeweglich dieses Ding von Panzer ist hier. Da wollen wir Witwe machen, kritischer Crewtreffer. Was heißt nicht mehr Witwe machen, lieber? Aussagen, sondern kritischer Crewtreffer. Okay. Was ist das in den Zerstörer? 5 Treibstofftanks? Ist das Sekundärziel noch, oder was? Ja. Wie viel Zeit haben wir noch? 13 Minuten? Naja, mehr als ich noch. Da kann ich ja dann mal hinfahren, ne? Ich kann auch mal hincruisen. Oder wir cruisen gemeinsam. Ich cruise zu den beiden dahin. Du kannst ja zu den oben in der Ecke mit hinflitzen, ja, die noch weit weg sind. Einen habe ich schon. Zweiten mache ich in 5 Sekunden. Aber jetzt nach dem Update, es ist besser mit den Frame Drops. Das stimmt, Mikrolex habe ich jetzt keine gehabt. Oder zumindest halt in dem Modus. Ja. Weil ich doch einfach viel zu viel gescriptet, das kann natürlich sein.
Mein Panzer scheppert ganz schön. Meiner klappert nur die ganze Zeit, aber das macht er von Anfang an, das liegt, das ist das Fabrikat einfach. Der Abrams von uns ist auch ein bisschen merkwürdig. Der fährt wieder letzte Henker her. Kommt alle weg, egal ob es eigene sind oder Gegner. Ja, das machen sie schon eine ganze Weile hier. Ja, 7 AP hat er über, das ist immer wichtig. Ja, das Schöne ist an der Unbeweglichkeit einfach, du hast auch Unmengen an Panzerung anscheinend hier. Das ist einfach, wenn die frontal auf dich schießen, ist das einfach scheißegal. Ja, das hat schon was. Ja. Super, wenn du dich frontal vor den Gegner stellst. Ich darf sie weg. Keiner mehr zerlegt. The tunnel is open. You can leave the sector. All teams, our gift is on the way. Move aside. We're going to hit the enemy with their own weapon. The convoy with the chlorine needs to get away as far as possible. Already? Kapitel 1 Angriff, Mission beendet. Sieg. Ja, Abschluss der täglichen Aufgaben bringt Versorgungskisten ein. Ja, das weiß ich auch. Das ist so ein Hinweis, der gerade unten leuchtet. Und dann gucken wir mal, wie wir die Gabrielian Crisis hier abgeschlossen haben. Wir haben bekommen Feuerunterstützung und Teamwork, weil alle überlebt haben. Wir haben 10.000 DPs gekriegt und 220.000 an Geld. Erfolg, kritischer Part 1, okay. Fortgeschritten, achso. Oh, läuft doch. So, wie lief das im Team? Bin doch noch am Platz 2, hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Ich dachte eigentlich echt, dass es ein Dollar an mir vorbeigegangen ist, aber gut. Und in den Details sieht man, was man so ein bisschen verdient hat. Und der erste Sieg des Tages, Vierfach-Multiplikator, der bringt natürlich auch nochmal extra was. Gut, das war eine Runde Arm und Wurf hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns war der Thompson. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen. Tschüss.